Der Landauer Rathausplatz heute um 12 Uhr. Eben sieht noch alles aus wie immer. Die Menschen erledigen auf dem Wochenmarkt ihre Einkäufe. Plötzlich kommen aus allen vier Ecken des Platzes Schülerinnen und Schüler gestürmt, formieren sich in der Mitte und fangen an zu tanzen. Flashmob nennt man dieses Phänomen des scheinbar spontanen Menschenauflaufs. Der Flashmob in Landau fand heute im Rahmen der Präventionswochen des Landkreises Südliche Weinstraße statt. Die zuständige Referatsleiterin Yvonne Möndl. Die Idee hatten zwei Schulsozialarbeiterinnen von mir gehabt. Im Rahmen der Präventionswochen sind wir bei uns im Arbeitskreis zusammen und da ist die Idee geboren worden. Wer macht mit? Das haben sich sehr viele Interessierte entsprechend gemeldet. Mit einer Tanzpädagogin aus Roth ist der Tanz einstudiert worden, Choreografie gemacht. 4 bis 5 Mal haben sie trainiert und heute war der große Auftritt bei herrlichem Wetter. Insgesamt waren fast 90 Schülerinnen und Schüler aus 5 Realschulen in der Region an dem Flashmob beteiligt. Den Landauern hat's gefallen. Also ich habe die Kamera halten dürfen, damit wir auch alles schön festnehmen. Ich hoffe, dass die Bilder etwas geworden sind, weil ich vor Aufregung gezittert habe. An mir lief eine Frau vorbei und hatte gesagt, als es losging, geil, ein Flashmob. Realschüler haben heute auf dem Landauer Rathausplatz einen Flashmob veranstaltet. Die Aktion fand im Rahmen der Präventionswochen der Südlichen Weinstraße statt. Die tragen den Titel Ich kann was, ich bin wer und passend dazu tanzten die Jugendlichen zu Aretha Franklins Respect.